Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen feuerroten Nuzlocke-Folge. Ja, Freunde, wir haben im letzten Part Major Bob besiegt. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut doch mal in die Videobeschreibung, da ist auch der letzte Part verlinkt. Und ja, wir sind jetzt auf Route 9 stehen geblieben und ich habe nachgeschaut, wir können hier keinen neuen Encounter fangen, weil hier gibt es ein Radfratz, das wir ja schon haben, ein Mäuschen, ein Habitak und ein Retter. Und Habitak und Rettern haben wir beide, die sind ja beide in der Box. Und ja, so sieht im Moment mein Team aus. Und zwar Tobi auf Level 20, Panzer auf Level 24, Alex, was sich im letzten Part entwickelt hat, auf Level 26, David auf Level 21. Dank David haben wir es auch geschafft, Major Bob zu besiegen, sonst wäre es riesen mega schwer. Und zwar, muss ich euch sagen, und zwar, ja, hat Raichu, Moment, Raichu ist bestimmt fünfmal oder so auf Doppelteam gegangen und wir haben trotzdem eine Schaufler getroffen. Also hat mir richtig Glück gehabt, sonst wäre es richtig schwierig geworden. Dann Feder auf Level 23 und unser Mäuschen auf Level 18. Und ich würde mal sagen, wir trainieren jetzt ein bisschen Mäuschen, dass wir vielleicht in dem Part schon die Weiterentwicklung vom Mäuschen haben. Die beiden Trainer haben wir besiegt. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar, ich glaube, der hat einen Glumanda oder sowas. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Yes! Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid, Freunde. Und ja, ich habe mir so eine Liste gemacht. Und zwar von meinen Abonnenten, die ja, nach einem Pokémon benannt werden wollten. Das sind das nächste Pokémon, was ich fangen werde, wird Adri heißen, also von Adrionic. Das zweite Baran und das dritte dann Jesse. Also wenn wir ein weibliches fangen, nennen wir es dann direkt Jesse, weil ich glaube nicht, dass Adrionic oder Baran ein weibliches Pokémon benannt werden wollen. Und ja. Ach, mit Bedroher Fukano, stimmt. Ja, fuck der Bedroher. Das tut jetzt weh, aber. Ah, es könnte, glaube ich. Kann es Doppelkick? Ich habe ein bisschen Angst, deswegen gegeben mein Panzer zurück. Und, schauen wir mal. Schnüffler. Super, und was bringt dir Schnüffler gegen einen. Schillock? Aquarelle bumst dich weg. Ja, wir müssen in dem Part. Ja, ich glaube, neben dem Part schaffen wir den Felstunnel nicht. Aber ich versuche auf jeden Fall in dem Part weit durch den Felstunnel zu kommen, obwohl wir keinen Blitz haben. Also das wird schon mal mega schwer, weil wir haben keinen Blitz und ich bin mir nicht sicher, ob wir da auch ohne Blitz durchschaffen. Aber ich denke mal schon. So ungefähr weiß ich, wo man da lang muss. Ich hoffe auch, ich übersehe keinen Trainer, um ein bisschen was zu trainieren. Glumanda, mal gehen wir zurück zum Mäuschen. Los, Mäuschen. Ich glaube, Mäuschen entwickelt sich auf Level 20. Kann das sein? Irgendwie sowas. Hyperzahn trifft und. Tschüss. Nö, doch nicht. Fuck, Rauchwolke. Na komm. No risk, no fun. Hyperzahn. Geht natürlich daneben. Und. Nö. Panzer. Ah, wir hätten noch in David gehen können. Egal. Und jetzt kommt. What? Hast du eine Rauchwolke drauf oder was ist los bei dir? Ja, habe ich schon erwähnt, doch, ich habe das schon erwähnt, dass wir auf der Route jetzt. Aquavelle geht daneben! Dass wir auf der Route kein Pokémon fangen, ja, habe ich schon erwähnt. Und dass wir dann im Felstunnel dann erst unser nächstes Pokémon fangen dürfen. Ach, Angriff steigt sofort. Jetzt triff. Boah. Ich dachte schon. Ich hoffe, es in der Felstunnel wird es dann. Ja, wir können auf Onix treffen, wir können auf Macholo weg treffen, aber wir treffen wahrscheinlich zuerst wieder auf Zubat. Und da uns Zubat damals gestorben ist, das erste und der letzte hoffentlich. Ja, das letzte wird es nicht sein, das sterben wird. Aber dann können wir ein neues Zubat fangen, also einen neuen Encounter. Und. So, Level 19. Und wir besiegen endlich den Camper. Ja, da oben bringt es jetzt. Ach doch, da bringt es wohl was. Ja, leider habe ich noch kein Feuer-Pokémon. Ich wollte sagen, da oben bringt es nicht hinzugehen, weil wir keinen neuen Encounter fangen können auf der Route. Aber doch, hier ist ja noch ein Trainer. Irgendwas, der uns mitbringt, wahrscheinlich. Ja, zwei Bibor. Stimmt, zwei Bibor. Oha, aber Bibor kann keine Kampfattacke, soweit ich weiß, oder? Und Hyperzahn tut Bibor weh, weil Bibor keine guten physisch-defensive Werte hat. Hyperzahn trifft? Das killt nicht. Das ist eine. Nein. Furien. Fuck, wenn du hoffst, bitte kein Crit. Dreimal reicht.
Gehe ich das Risiko ein und treffe mit... Nein. Ich will Mäuse nicht verlieren. Dürfen Mäuse nicht verlieren. Komm, Feder. Wir outspeeden locker mit Feder, wenn wir schon mit Rad versuchen. Und One-Shotten kann uns B-Bone nicht. Energiefokus. Hätten wir doch zweimal auf Hyperzahn gehen können. Das ist aber nicht so wild, weil wir outspeeden und killen es mit einer Aero-Ass, mit unserer neuen Attacke. Stimmt, das ist ja sehr effektiv. Stimmt. Bibor, machen wir nochmal das gleiche. Und zwar gehen wir zuerst in Mäuschen und dann wieder in Feder zurück. Dass wir safe mit der Aero-Ass auch das nächste Bibor killen können. Also ich finde es cool, dass auf jeden Fall Bibor die eine Mega-Entwicklung bekommen hat. Weil sonst hat ja Bibor kaum jemand benutzt und deswegen macht das Bibor einfach interessanter. Ich glaube sogar mit der 150er Init und 145er Angriff oder andersrum. Auf jeden Fall mega krass, Freunde. Spielt es mal im Comparative-Modus und sowas. Oder bei Showdown. Das ist mega nice. Nice. Wir besiegen Käfersammler. Du warst eine reinste Zeitverschwendung. Und gehen zum nächsten Trainer. Wieder ein Käfertrainer, alles klar. Du hast keine Chance gegen meinen Käfer-Pokémon. Bitch, please! Sicher? Raupi, ja. Drei Low-Pokémon. Mäuse müsste es mit Hyperzahn... Tut mir leid. So. Mäuse müsste es mit Hyperzahn one-shotten können. Ein Raupi, ich bitte euch. Quit. Hat bestimmt gemeldet. Ja, komm. Hyperzahn muss reichen. Ah, okay, ist Level 20. Shit, Freunde. Die Trainer-Pokémon sind schon höher gelevelt als meine Pokémon. Also wir sind... Wir sind doch. Wir sind unterlevelt auf jeden Fall. Nee, wir können... Kein Gift. Oh. Ja, wir sind definitiv unterlevelt. Und... Aber es ist nicht schlimm, weil wir hatten, ja... Kleine Schwierigkeiten halt auch bei Major Bob und bei Misty, aber sonst... Ich finde, das macht die Nuzlocke einfach interessanter und schwieriger. Wenn wir nicht irgendwie leveln oder sonst was. Entwickelt sich das Mäuschen jetzt? Energiefokus. Machen wir für Tackle. Tackle ist ja eh das gleiche wie Ruckzuck gibt, deswegen brauchen wir Tackle nicht. Vielleicht kann uns das irgendwann mal nützlich sein, ich glaube auch nicht. Blutzug. Ja, komm. Bleib mal drin. Hyperzahn. Reicht bestimmt wieder nicht, oder? Wenn es gegen Ronnie schon nicht reicht. Quit! Quits sind ja nix, ist ja nichts Neues in der Nuzlocke, weil Quits kriegen wir zu viele. Auch wir bekommen zu viele ab. Zum Glück keine Madden. Ja, Mäuschen entwickelt sich, Freunde. Yes, ein Radikal. Jetzt sieht zwar nicht mehr so aus wie ein Mäuschen, aber es ist trotzdem noch unser Mäuschen. Unser MVP. Unser erstes gefangene Pokémon. Grimasse. Ohne Musik, ohne Ton. Erschreckt, ja, sinkt deutlich. Ich glaube, Grimasse um minus 2 Initiative. Komm, machen wir für Energiefokus. Das denke ich mal ganz nützlich. Nützlich als Energiefokus. Gut. Gibt's hier noch? Ja. Da gibt's auch noch einen Trainer. Ich gehe durch die Felszone nach Lavandia. Da müssen wir jetzt auch hin. Und in Lavandia gibt es ja nix. Aber in der nächsten Stadt gibt's dann die vierte Arena und da bekommen wir einen Encounter. Und zwar ein Evoli. Oder, was ich mir auch überlegt habe, wir brauchen nicht unbedingt einen Evoli. Oder doch, wir brauchen einen Evoli. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann nur ein Encounter bzw. ein geschenktes Pokémon jeder Route bekommen. Das sind ja die Regeln. Und da habe ich mir auch überlegt, einen Sichlohn zu kaufen. Weil... Ah, nee. Dann hätten wir zwar einen Käfertypen, aber ich meine, wir haben Feder. Und wenn wir einen Evoli haben, einen Aquana brauchen wir natürlich nicht, aber dann könnten wir entweder einen Flamar oder einen Blitzer nehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, was dann von den beiden. Shit, wenn Radfahrer... Ja komm, Hyperzahn reicht. Kein Crit.
trifft nicht. Ja, komm. Triff. Es killt. Wir sind Ratikaue. Yes. Jetzt hat unser Mäuschen Power. Sandern. Komm, Tobi. Tobi muss sich auch noch weiterentwickeln. Absorber. Das killt bestimmt, oder? Nee, das killt fast. Und was jetzt dann ein? Wahrscheinlich Kratzer, Sandwirbel. Ja, mal diese Lone-Attacke, Sandwirbel, Rauchwolke, was ist das? Gut, zweiter Absorberbereich, damit haben wir den Trainer, glaube ich, besiegt. Haben wir ihn besiegt? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, wir stehen auch in dem Part, kommen wir auf jeden Fall noch in den Felszone rein. Schon wieder ein Sandan. Und noch ein Pokémon. Solange der Absorber immer trifft, sind wir auf der sicheren Seite. Hätte ja mal Quit geben können. Giftstachel. Aber wir sind, glaube ich, vom Typ Gifter, oder? Wir können gar nicht, ja, wir können gar nicht vergiftet werden. Natürlich, ja, geht die Attacke jetzt daneben. Er geht auf Einliga, was ihm aber nichts bringt, weil Absorber speziell, generell, Pflanzenattacken waren in der dritten Gen noch speziell alle, egal welche. So wie Feuer, Wasser, Gift? Ne, Gift war physisch. Ich bin mir da nicht mehr sicher. In der dritten Gen war das ein bisschen komisch. Da war, glaube ich, Boden, Gestein, normal, Flug, Gift, physisch und Wasser, Feuer, Elektro, Pflanze, sowas speziell. Deswegen bin ich mir am Überlegen, ob wir wirklich einen Flamara nehmen sollen. Also vor Flamara haben wir noch die Chance, im Gras, also vor der Stadt, ein Fukano zu bekommen. Aber das ist, die Chance ist, glaube ich, eher gering, dass wir eins bekommen. Und ja, weil wir nur einen Versuch haben. Und es sei denn, wir haben da alle Encounter schon gefangen und können dann nur noch ein Fukano fangen. Dann können wir natürlich so lange suchen, bis wir eine Fukano bekommen. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, welche Pokémon es genau gibt und welche wir dann noch bis dahin haben. Und sonst ja, weiß ich nicht, ob wir ein Flamara, weil es ist dann unsere, glaube ich, ja, nicht unsere letzte Chance, ein Feuer-Pokémon zu bekommen. Aber da können wir, ja, müssen auf jeden Fall gucken, wenn wir da sind. Dauert ja nicht mehr lange. Ich glaube, zwei, doch. Im nächsten Part könnten wir eigentlich schon beim Fukano sein. Ich weiß es nicht, welches Pokémon er einfach natürlich wieder. Na, Rettern. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Shit. Wir gehen zurück in. Komm, Alex. Oder Hypno. Oh. Predicted oder hat er es nicht predicted? Nein, hat er bestimmt nicht predicted. Aber ihr seht, Freunde, Alex ist so ein Tanky-Monster. Vor allen Dingen speziell. Und ne, Biswa, glaube ich. Biswa sogar noch in der. Lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, Biswa vom Typ Normalgeist oder sowas. Ich glaube, oder doch Unlicht, wenn es so schon sehr effektiv ist. Ich weiß gar nicht, was Unlicht war. Physisch, ich glaube, physisch nicht speziell. Gut, wir besiegen den Trainer. Mit dir habe ich mich übernommen. Okay. Und Tobi entwickelt sich, Freunde. Nice, zwei Entwicklungen, ein Part. Und wir bekommen ein Duflor. Und das heißt, da wo wir auch eine Evoli bekommen, können wir auch uns einen Blattstein kaufen und es zu einem Giflor entwickeln. Das ist mega, das ist mega nice, einen Giflor im Team zu haben. Ja, hier brauchen wir nicht hin. Ich glaube, hier war unten noch ein Trainer. Yes. Haben wir Tobi vorne. Obwohl, ja komm. Komm. Passt schon. Giflor ist nice. Dann hätten wir eins vom Typ Pflanze und Gift. Von daher ist das schon nice. Ist schon zu gebrauchen. Was bringt uns der Trainer denn? 2 Punkte Kleinstein und wahrscheinlich nur ein Cash und Onix. Aber die können wir beide one-hitten, solange sie keine Robustheit haben. Ich bin gespannt, wie Giflor überhaupt aussieht in der dritten Gen, wenn man spielt. Weil ich habe, glaube ich, noch nie einen Giflor gespielt. Aber Giflor ist ein cooles Pokémon. Onix, ja. Ich weiß nicht, ob wir Onix one-hitten können. Keine Ahnung. Härtner bringt ihren Scheiß. Stärkt die physische Verteidigung, nicht die spezielle. Und mit Absorber treffen wir die speziell. Und
killen dich. Ja, das ist die Power von Dooflaw. Ich weiß gar nicht, auch was Dooflaw für Wert hat. Ich glaube, nur durchschnittliche Werte, aber es ist trotzdem cool. Und halt nicht perfektes Pokémon für den Nuzlocke, finde ich. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Deswegen, ich denke mal, wenn wir kein Fukarno bekommen, werden wir uns einen Flamara nehmen. Auch wenn Feuerattacken speziell sind und Flamara hat eine höhere physischen Attack. Weil wir haben immer noch eine Chance, einen Elektro-Pokémon zu kriegen, und zwar im Kraftwerk. Da haben wir auf jeden Fall einen Elektro-Pokémon, brauchen wir auf jeden Fall fürs Team. Feuer-Pokémon und Elektro-Pokémon. Ich weiß noch nicht, was ich dafür genau wegtun werde. Also ich würde schon gerne Elektro- und Feuer-Pokémon im Team haben. Also Elektro-Pokémon auf jeden Fall. Und Feuer, ja. Wir müssen mal gucken, ob wir es im Team behalten. Oder, ja. Ich meine, wenn wir jetzt noch ein Feuer-Pokémon... Wir sind ja gerade vollzählig. Und... ja, Raktikal, ich will Mäuschen behalten. Mäuschen unser MVP. Mäuschen muss im Team bleiben. Das auf jeden Fall. Vielleicht Tobi, vielleicht das Gifloor. Ich weiß nicht. Pflanzen-Pokémon im Team zu haben. Wiederum finde ich ein Sichler auch mega cool. Aber wir haben eine Feder. Ich finde Sichler mega cool. Mega den Style. Vielleicht holen wir uns auch einen Sichlo und kein Evoli. Oder? Ja, wir haben Feder. Ja, komm, auf David könnten wir verzichten. Er kommt drauf an, was wir bekommen. Und auf Tobi und auf David, finde ich. Alex, Panzer, Feder und Mäuschen möchte ich schon gerne im Team behalten. Go, Feder. Ich glaube, Tauboga entwickelt sich sogar Level 36 oder 32. Irgendwas von den beiden. Ayuras musste killen, ist Step. Ja, Kürt hat hier, glaube ich, nicht gemeldet. Nice, wir besiegen ihn. Was ist passiert? Nix. Da wurde es noch schnell rasiert. Haben wir uns das Item da unten geholt? Da unten gab es doch ein Item. Kurz gucken. Warte mal, haben wir uns das Item da unten geholt? Muss nochmal ganz schnell dahin, Freunde. Ja, haben wir. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Gut, wir müssen jetzt, glaube ich, nur noch zwei Trainer besiegen. Dann sind wir auch schon im Felsturnier. Und das alles ohne Blitz. Also, spannend wird es, ob wir da rausfinden. Ich denke mal schon. Trau dich ruhig, mit mir zu kämpfen. Okay. Was bringst du denn mit? Mauzi, süß. Wir haben Tobi. Ja, stimmt, wir haben immer Tobi. Ja, du greifst zuerst an, deswegen ist Absorber hier die beste Wahl. Ist es ein Two-Hit? What? So wenig? Ja, Tobi hat halt keine Power. Komm, Feder. Ich verlasse mich auf dich. Sorry, Freunde. Ich komme hier auch mal auf die Maus. Und wenn ich auf die Maus komme, stoppt direkt die Aufnahme. Kein Power. What? Killt nicht ein KP. Ja, der hat jetzt gemeldet. Der Quitt hat jetzt definitiv. Der war. Ruckzuck, ich hätte niemals einen mehr als keinen KP gemacht. Gut. Wir erreichen Level 24. Und besiegen Picknicker Isolde. Ich glaube, jetzt kommen wir nur noch zu einem, die Pummeluft hat. Kann das sein? Ah, Route 10. Ich glaube, wir... Ja, Freunde, das habe ich ganz vergessen. Hier können wir einen neuen Encounter fangen. Und zwar einen Voltoball. Ich glaube, hier finden wir einen Voltoball. Ja, was habe ich gesagt? Wir finden hier einen Voltoball. Nice, unser neuer Account, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt für die Höhle direkt brauchen. Kommen wir mal, schauen wir mal. Hätten wir schon Elektro-Typ? Ja, mal schauen. Ja, Tobi ist jetzt am besten, weil wir haben das Schlafbruder. Wir gehen hier erstmal... Boah, ich habe Angst, auf den Absorber zu gehen. Wir gehen mal auf den Zerschneider. Wir bekommen die Statik. Die Statik ist eine mega nice Fähigkeit für unser Team. Wir können jetzt auf Schlafbruder gehen und erstmal. Haben wir noch. Oh, ich hoffe, wir haben noch Pokebälle, Freunde. Attacke wird nichts machen.
Schauen wir mal. Nice, und jetzt wird es ein leichtes sein. Dieses Volt, ja, wir haben noch... Ah, so viel haben wir nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Stadt, die wir jetzt kommen, Pokéball holen. Ja, muss reichen. Yes! Wir haben ein Voltball. Ah, Freunde, wie nennen wir das? Ah, ich habe die Liste, ich habe die Liste. Der nächste, der da war, war Adionic. Dann würde ich sagen, wenn... Sorry. Wir nennen das Voltball Adri. Adrionic ist irgendwie zu lang. Adri hört sich cool an für einen Voltoball. Eine Lebensform, deren Ursprung ungeklärt ist. Man sagt, es setzt Kreideschrei oder plötzlich Finale ein. Boah, Finale ist eine mega nice Attacke. Möchtest du dem Voltoball einen Spitznamen geben? Yep. Und zwar nennen wir es Adri. Ja, wir nennen ab jetzt unsere Pokémon groß. Weil ich habe zweimal den Fehler gemacht, habe groß angefangen und dann wurde es klein. Adri. Adi wurde auf Bills PC über. Gut. Kann ich Adrionic schon mal wegstreichen? Ich hoffe, du schaust auch den Part und bist zufrieden, dass du Voltoball bist. Und ja, das war unser neuer Encounter für diese Route. Gibt's hier was? Nö. Und wir checken mal direkt das Voltoball ab und betreten in dem Part auch noch den Felstunnel. Gehen ein bisschen durch. Erstmal heilen wir uns, das ist am wichtigsten. Oh, Schutz habe ich auch nicht. Haben wir Schutz? Dann wird der Part, glaube ich, ein bisschen lästig. Oder ich... Wenn wir ein Pokémon begegnen, mache ich einfach... erhöhe ich einfach die Geschwindigkeit von der Nuzlocke. Dann, ihr wisst, was ich meine. Dann wird es nicht zu lästig. Und wir schauen uns mal das Voltoball an. Aber ich glaube nicht, dass wir Voltoball ins Team mit... Oder? Warum wäre Voltoball fürs Team? Ruhig. Was ist ruhig? Muss ich mal nachschauen, was ruhig für ein Wesen ist. Ja, Voltoball ist ähnlich wie Dicta. Auch eine hohe, viel zu hohe Initiative. Und sonst eher mittelmäßiger Wert. Und Tackle- und Ladevorgang. Nice wäre, wenn wir jetzt ein Shiny-Pokémon oder sowas finden würden. Gut, wir lassen erstmal Adri in der Box. Und können uns eigentlich dann Flamara machen, Freunde. Weil wir dann immer noch, wenn wir Surfer haben, können wir immer noch zum Kraftwerk. Können wir entweder, ich glaube im Kraftwerk gibt es dann ein Pikachu, ein Magnetil oder ein Magneton, dass wir uns dann fangen können. Ich glaube, die hat einen Pummeluff. Wir haben aber keine Kampfattacke. Wir bräuchten irgendein Pokémon, das Durchbruch haben wir ja, aber... Mäuschen, glaube ich. Kann Mäuschen Durchbruch? Das wäre mega nice. Wenn Mäuschen den Durchbruch kann... Kann Mäuschen? Nein. Panzer und Alex, beide greifen speziell, das ist sinnlos. Nee, doch nicht. Kugelsack, Schockwelle. Kann auch. Mäuschen kann Schockwelle, what? Nee, das bringt uns aber nichts. Oder? Speziell, wie sind wir denn speziell? Ich will mal gucken, wie wir speziell ausgelegt sind. Aber Mäuschen, Schockwelle, das ist ja mega nice. Ja, wir haben pfiffig, naja, Freunde, seht ihr, 27 in Spezialangriff. Wir sind pfiffig, das heißt, plus Verteidigung, minus Spezialangriff. Das bringt uns hier nichts. Ja, komm, wir tauschen Mäuschen nach vorne und besiegen die Trainerin. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Okay. Weil du wahrscheinlich nur einen Pummeluff hast oder Knuddeluff oder sowas. Ah, nee, die hat Pikachu. Stimmt, unten. Oh, Pikachu. Ja, jetzt hoffentlich kriegen wir nicht die Statik ab. Hyperzahn, go. Ruckzucki. Hyperzahn trifft und das müsste doch Pikachu auch. Wir sind ein Bratika, das killt. Und keine Statik, oder? Nein. Und Pipi, genau. Und Pipi hatte sie. Wir bleiben dabei drin. Mäuschen ist einfach unser MVP. Spotlight? Das macht nochmal... Zieht auf alle Aufmerksamkeit. Ja, okay. Ist im Doppelkampf am besten. Spotlight setzt man eigentlich im Doppelkampf ein. Ist, glaube ich, die genaue. So eine ähnliche Attacke kann auch Hutsas sein. Beim Hutsas im VGC setzt man da auch irgendeine Attacke ein, was die Aufmerksamkeit, was sofort trifft, eine Prio hat und ist die Aufmerksamkeit, glaube ich, auf Hutsas lenkt. Aber ich spiele kein VGC. Vielleicht spiele ich es mal irgendwann. Ist aber richtig schwer, VGC, finde ich. Also Doppelkampf. Da gibt es welche. Die spielen Mega Gengar mit Abgesang, Schutzschild,
beim Mega-Gengar kann man Pokémon trappen und ganz komische Sets dazu finden. Lassen wir Mäuschen vorne. Ich glaube, der Trainer hat einen Lamos, oder? Nee, kein Lamos, die Vorentwicklung. Wie hieß die denn? Na doch, Lamos. Nee, gar nicht. Fleckmon, so. Der Felstunnel? Ja, genau das ist es, Freunde. Ja, wir müssen jetzt so hier durch. Und ich hoffe, wir finden den Weg. Kein Blitz, no problem. Und das, genau das will ich hier speeden. Oh, Konfusion reicht sogar. Ich schau mal, wie viel Schutz wir überhaupt haben. Ob wir überhaupt Schutz haben. Ich glaube, wir haben ein paar Schutz. 4 Stück, ja, können wir gleich einsetzen. Oder jetzt schon. Und so wird es ein bisschen zu lästig. Ah, Freunde! Ich habe das Kleinstein besiegt! Fuck, das wäre unser Encounter gewesen! Nein! Nein! Ich habe da gar nicht gerade dran gedacht, dass es unser Encounter ist. Ich wollte schon sagen, ja, Menke ist Encounter. Nein, unser Kleinstein wäre unser Encounter. Bin ich ein Idiot? Bin ich ein Idiot? Ich habe da gerade gar nicht dran gedacht. Tut mir leid. Bekommen wir in dem Felsrunde keinen neuen Encounter. Ist halt so, können wir nicht dran ändern. Wäre es ein Shiny gewesen, hätte ich mich geköpft. Ich weiß auch nicht. Gut, wir setzen Schutsch ein. Und bevor wir... hier müsste irgendein Pokéball sein. Genau, hier. Und ein bisschen noch ein Schutz, sehr gut. Noch ein bisschen erinnere ich mich. Ich glaube, der Trainer hat doch nur... Ich schau mal bis zum nächsten Part nach mit PokéWiki, wie so der Weg ist. Dann muss ich mir ein bisschen so einprägen. Denn wir müssen ja auch vorankommen. Tragosso, stimmt. Ein Tragosso hat der. Komm, Konfusion. Was mit Tragosso uns außer Biss? Tragosso ist auch ein cooles Pokémon. Vor allem den Knogger. Knogger finde ich mega cool. Und die zweite Konfusion killt. Und jetzt haben wir noch einen Fleckmon. Wir gehen in Tobi. So. Und gehen auf Absorber. Absorber trifft sehr effektiv. Ja, müsste sehr effektiv treffen. Yep. Aber ist nun Quit und tu. Oh, dann war ich, glaube ich, der zweite Volltreffer nicht. Was will er uns? Ah, fuck, wir haben eine Psychoschwäche. Zum Glück ist er nicht auf Konfusion oder sowas gegangen. Ich hoffe, der Absorber reicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der Quit war doch in der dritten Gen, war das ja. War doppelter Schaden, nicht 1,5 mehr. Ah, zum Glück Aquaknarre. Gut. Können wir das Fleckmon jetzt mit einem Zerschneider rausnehmen? Der natürlich nicht trifft und jetzt geht er auf. Oh, ich dachte, jetzt geht er auf Konfusion. Zerschneider trifft doch. Zerschneider trifft und weg. Wir besiegen den ersten Trainer in dem Felstunnel. Und erreichen Level 23. Und besiegen Pokémon. Game over. Yep, du bist Game over, Digga. Und wir gehen hier weiter. Oh Gott. Oh Gott. Hier oben müsste irgendeine Leiter sein, glaube ich. Yep. Ja, ich muss mir das unbedingt im nächsten Part mal anschauen. Oh Gott. Oh oh. Schutz wirkt nicht mehr. Nächster Schutz. Ah ja, wir haben schon 28, 29 Minuten. Wo sind wir? Ah ne, wir müssen runter links, ne? Ja. Ja, hier müssen wir durch und am Ende. Hier haben wir jetzt einen Trainer. Welches Pokémon nehmen wir denn nach vorne? Na komm, Mäuschen. Mäuschen kann Schockwelle. Wie nice. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Okay. Aber wie gesagt, Schockwelle bringt nichts. Okay. Aber wir müssen. Ja, Level 25. What? What? Das overlevelt. Boah, ein Hyperzahn ist noch nicht mal ein Tuchel.
Eine Hyperzahnfreundin, eine Step-Hyperzahn von Radikal. Wir gehen auf Routenschlag. Und der nächste Hyperzahn, der trifft, wenn er trifft, müsste dann reichen, hoffe ich. Reicht nicht, weil wir eine Heule abbekommen. Auch nicht schlecht. Wir gehen trotzdem auf Hyperzahn. Ja, durch den Heuler reicht er nicht. Konfusion, aber das müsste nicht so viel machen. Wow. Wow, 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 wow. Haben wir noch Tränke? Also im Kampf dürfen wir es ja nicht einsetzen, aber nach dem Kampf. Komm, Feder. Feder muss den Rest machen. Ah, guck mal, wow, macht er trotzdem viel, ne? Eros müsste reichen, das reicht. Jupp, das reicht. Mäuschen reicht Level 21 plus 3 Init, sehr gut. Und wir besiegen René. Ich bin erschöpft. Guck mal, haben wir Tank dabei, dann würde ich jetzt auch den Part beenden, Freunde. Sag nicht, wir haben keinen. Oh, ich dachte schon, wir haben keinen Trank. Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Pokéball. Ja. Yep. Beleber, stimmt. Beleber bringt uns in Nuzlocke so wenig wie, was weiß ich nicht. Es bringt uns überhaupt nichts. Ich glaube, genau, hier müssen wir weiter nach oben. Gut, Freunde, würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst bitte wieder einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Part.